Jo, was geht ab, meine werten Freunde? Willkommen zu einem neuen Bücherclub-Video. Und heute erzähle ich euch eine Geschichte. Und zwar fragen mich ja viele Zuschauer, warum habe ich eigentlich mit YouTube angefangen und wie habe ich mit YouTube angefangen? Und ich habe in einigen Interviews ja so ein bisschen geteasert, aber viel habe ich nicht erzählt. Und heute erfahrt ihr die ganze Wahrheit. Oh mein Gott! Ihr erfahrt, wie ich mit YouTube angefangen habe, warum ich mit YouTube angefangen habe. Und ja, wo fange ich da am besten an? Also einige Zuschauer wissen ja, dass ich ursprünglich aus Wedel komme und bei meinen Eltern im Haus gelebt habe. Das Haus hatten wir jedoch nicht immer. Wir haben vorher in so einer kleinen Wohnung gelebt und meine Eltern hatten einen Traum. Die wollten ein eigenes Haus haben und 2008 haben wir dieses Haus fertiggestellt. Und als wir da hingezogen sind, hatten wir einen Monat lang kein Internet. Und ihr müsst wissen, das war für mich wirklich ein Big Deal, weil ich war so ein bisschen antisocial, ich hatte kaum Freunde, ich war immer im Internet und so weiter und so fort. Und einen Monat lang kein Internet zu haben, war für mich wirklich ein bisschen Cancer, muss ich dir ehrlich sagen. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, was kann ich tun, um diesen Monat schnell vergehen zu lassen? Es gab so einige Spiele, die habe ich so links liegen gelassen, unter anderem Earthbound. Und ja, und ich habe die Zeit damit verbracht, Earthbound zu spielen. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Bei Earthbound muss ich immer noch sagen, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist so ein unglaublich geiles Spiel. Also es geht unter anderem um Ness. Ness kennt ihr aus Super Smash Bros. Ist ja mein Main in Smash. Und ja, keine Ahnung. Es ist einfach ein nice RPG mit einer coolen Story, mit einem geilen Humor. Und ja, keine Ahnung. Ihr müsst wissen, der Monat verflog wirklich instant. Also ich habe das Spiel so geliebt, aber es gab eine Stelle, wo ich nicht weiterkam. Und als ich dann wieder Internet hatte, habe ich mir gedacht, okay, guck einfach mal auf YouTube, vielleicht gibt es da ein Playthrough. Und ich habe dann extra Playthrough eingegeben und nicht Let's Play, weil es gab zu dem Zeitpunkt keine Let's Play-Szene in dem Sinne. Es gab aber einige amerikanische Let's Player, also fünf, sechs Stück, keine Ahnung. Darunter auch Chugga Cornroy, das war so ein richtig bekannter amerikanischer YouTuber, ein amerikanischer Let's Player, Nintendo Let's Player. Und ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen schade, dass er heute so untergegangen ist, weil er war der Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe. Also ich habe mir sein Playthrough angeguckt und dank ihm kam ich dann in Earthbound weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich dann Earthbound durchgespielt habe, habe ich sein Playthrough von Anfang an geguckt, weil er so unterhaltsam ist. Also er hat so nice Jokes gemacht. Ich habe den einfach zu Tode gefeiert. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich in Deutschland keinen deutschen Let's Player? Also ich habe erfahren, es gab tatsächlich ein paar, es gab irgendwie vier oder fünf Stück. Heute gibt es ja mittlerweile gefühlt über Millionen oder so. Aber es gab keine deutsche Let's Player-Szene. Es gab Haze, es gab Funk Royal und es gab noch irgendjemanden. Also es gab wirklich wenige, wenige, wenige. Und ich gehöre zu den allerersten. Ich habe Anfang 2009 mit Let's Plays angefangen, unter Alligator C24. Und ich habe die Fortsetzung von Earthbound gespielt. Mother 3. Jetzt werden sich einige Leute fragen, okay, warum ist der dritte Teil die Fortsetzung von Earthbound? Ist Earthbound nicht 1? Aber es ist so, Earthbound Zero ist Mother 1, Earthbound ist Mother 2 und Mother 3 ist Earthbound 2, könnte man sagen. Ist so ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall ist Mother 3 die Fortsetzung. Und ich habe mir gedacht, was Chugga Cornroy kann, kann ich auch. Und ich habe dann Mother 3 auf Alligator C24 gespielt, weil ich mich einfach gefragt habe, warum kennt eigentlich niemand dieses Spiel in Deutschland? Und ich wollte das so ein bisschen in Germany vorstellen, könnte man sagen. Und es hat wirklich. Ja, also ich habe mit Mother 3 meine ersten 100 Abonnenten erreicht und 100 Abonnenten waren für mich so, Alter, ich habe mir folgen 100 Leute, also ich kam wirklich gar nicht darauf klar, das waren 100 Abonnenten und wenn ich so zurückdenke, kann ich mich ungefähr daran erinnern, wie ich mich gefühlt habe, also es war wirklich mindblown. Und ja, keine Ahnung, ich habe dann Kirby-Let's Plays, ich habe Ninja Gaiden-Let's Play, Paper Mario und so weiter und so fort und irgendwie hat sich das dann ergeben, also ich wurde YouTuber, weil wir in ein Haus gezogen sind. Einen Monat lang kein Internet hatten, ich Earthbound gespielt habe, nicht weiterkam und deswegen ein Playthrough auf YouTube gesucht habe und dadurch auf Chugga Cornroy gestoßen bin. Also das ist die Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann 2 Jahre lang Alligator C24 gemacht und es gab dann sogenannte Abonnenten-Specials. Also es gab das 1000-Abonnenten-Special, es gab das 500-Abonnenten-Special und so weiter und so fort. Und da war ich vor der Kamera und irgendwie hat mir das mehr Spaß gemacht. Und diese Videos kamen auch viel besser an. Und dann dachte ich mir, warum habe ich nicht einen ganzen Kanal eigentlich dafür? Also einen ganzen Kanal dafür, dass ich vor der Kamera bin und irgendwie, ja, Shit mache. Und dadurch kam iBlali zustande. Also es gab vorher noch einen anderen Kanal, der hieß einfach nur Blali. Aber ich wollte das irgendwie so ein bisschen professioneller aufziehen und deswegen gab es dann irgendwann iBlali und das ist dann komplett eskaliert und den Rest der Geschichte kennt ihr. Also so hat alles angefangen. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich so zurückdenke, ist das schon ziemlich krass. Also es ist so ein Zufall,
dass wir in dieses Haus gezogen sind, dass wir einen Monat lang kein Internet hatten. Also ich habe einfach mit YouTube angefangen, weil wir einen Monat lang kein Internet hatten und ich Earthbound gespielt habe und nicht weiter wusste. Also es ist schon funny, also wie die Dinge eigentlich so verlaufen. Ja, Leute, jetzt wisst ihr es. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal beim Bücherclub. Bis dann, ciao.